Saison. Wir wollen Ihnen jetzt an dieser Stelle einen Mann vorstellen, der genau diese Athleten in solchen Extremsituationen betreut. Und der hat einen wahnsinnig interessanten Lebenslauf. Der Mann ist Pfarrer. Mhm. Er schaut auch noch gut aus. Er schaut gut aus. Er ist ehemaliger Snowboard-Profi. Er ist verheiratet, hat Kinder. Und er ist Fitness- und Ernährungsexperte. Ja. Wir sprechen vom Sportpfarrer des ÖSV. Also der gibt da unseren Jungs den letzten Segen, wenn sie sich dann den Abhang hinunterstürzen. Sportliche Wettkämpfe wie das berühmt-berüchtigte Hahnenkammrennen verlangen ihren Sportlern alles ab. Der mentale Druck, siegen zu müssen, ist oftmals noch höher als der sportliche. Um diese Belastungen erträglicher zu machen, suchen zahlreiche Athleten Unterstützung bei Sportfahrern oder Sportmentoren. So haben beispielsweise bei der Skiflug-WM 2012 im norwegischen Vikersund auch die ÖSV-Adler auf Beistand von oben gesetzt. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir dort in die Kirchen gehen, nur damit wir hoffen, dass uns wer hilft von oben, dass wir jetzt am Wochenende gut Skispringen werden, sondern wir es einfach gern tun, um einfach nochmal den Segen zu holen für das Spektakel da jetzt an, um ja, einfach vielleicht die kleine Hand über uns zu haben, dass wir ja, unverletzt wieder rauskommen oder heimfliegen können. Aber nicht nur die Sportler selbst, sondern auch ihre Angehörigen vertrauen auf die mentale Betreuung eines Seelsorgers. Wie die Mutter des derzeit verletzten Abfahrts-Olympiasiegers Matthias Meyer. Ich bin da mit dem Lukas, also mit dem Lukas, mit dem Bruder von Matthias. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall jetzt einmal zur Messe gehen. Das ist für mich mal die höchste Feier. Also mal Danke zu sagen, da wo es hingehört. Und auch am kommenden Wochenende haben die Sportler in Kitzbühel vor allem ein Ziel. Die schwierigste und gefährlichste Abfahrt gesund zu überstehen. Und wer die Streif dann auch noch gewinnt, dem kann im Auslauf schon folgender Ausspruch rausrutschen. Gott sei Dank. Ja, und wir haben den Sportpfarrer jetzt bei uns. Einen schönen guten Morgen, Jörg Weicher. Morgen. Jörg Weicher, wenn man deine Biografie liest, ehemaliger Snowboard-Profi, verheiratete Kinder, römisch-katholischer Pfarrer, glaube ich, bist du nicht. Ja, das ging jetzt nicht ganz aus, glaube ich. Nein, mein Hintergrund ist in der evangelischen Kirche. Mhm. Genau, als Schladminger, da sind wir sehr viele Evangelische in dem Fall. Mhm. Jetzt haben wir gerade vorhin auch gehört, Abfahrtstraining gestern, da wurde Max Franz auch gleich mal von der Piste geworfen. Die Saison ist aus. Jetzt weiß man gerade in Kitzbühel, wenn man die Streife runterfährt, man weiß nicht, wie man unten ankommt. Kommt man heil unten an? Wie gibst du den Fahrern Kraft? Wie unterstützt du sie? Also wichtig ist einmal, dass sie ins Rennen reingehen, unbelastet nach Möglichkeit. Und bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen machen wir dann einfach so eine Sportlerandacht, so 30 Minuten, wo du ein bisschen runterfahren kannst in dem ganzen medialen Wirbel auch. Einfach einmal wieder zur Ruhe kommst und ja, wenn ein, zwei Lieder vielleicht sogar gesungen, wo der eine oder andere mitsingen möchte. Und dann gibt es eine Möglichkeit, wo du wirklich einfach ja, Dinge, die dich belasten, einfach ablegen kannst. Mhm. Betet sie auch? Gebet ist auch ein Thema natürlich. Wer das möchte, einerseits individuell oder auch als Gruppe, haben wir auch schon gemacht, wo man sich die Hand zusammengibt und dann wirklich spürt, da ist eine Kraft da und die miteinander spüren, ja. Mhm. Es ist nicht nur ein religiöses Ritual, sondern dass da wirklich mehr dahinter ist und dass da wirklich auch eine Kraft da ist, die sie dann auch spüren. Ja, also der Unterschied zwischen dir und einem Psychologen oder einem Mentaltrainer ist dann damit ja dann quasi erklärt. Ja, genau, das ist die spirituelle Seite dann. Mhm. Könnte man so einen Vers zum Beispiel einmal herausnehmen? Wird da tatsächlich dann an Gott appelliert, ich will das Rennen gewinnen, lass mich bitte dieses Rennen gewinnen, oder passiert das auf einer anderen Ebene? Ja, interessanterweise, der Sportler fragt dann eher nach Gebet, entweder individuell für sich selber, dass er gesund runterkommt und dass er seine beste Leistung abrufen kann. Mhm. Dass jetzt jemand sagt, er möchte gewinnen, das habe ich nie erlebt, jetzt in einem Gebet, vielleicht ist das auch schon vorgekommen, eher ich vielleicht sogar, der für einen Athleten gebetet hat und gedacht, wow, bitte schaff's jetzt. Und, aber es geht wirklich darum, dass er einfach die beste Leistung abrufen kann. Und ebenso Bibelverse, wir haben dem diese eigene Wintersportbibel gemacht, wo wir eben 30 von 30 Spitzensportlern so ihre Lebensberichte drinnen haben. Mhm. Und einer der Einladungen da drin, das ist jetzt da im 1. Petrusbrief 5 im Vers 6, da heißt es, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. In einer anderen Übersetzung, da heißt es überhaupt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf Gott werft, denn er ist bemüht oder besorgt um euch.
Und wenn du da weißt, da ist ein liebender Gott, der das Beste für dich möchte, dann ist das natürlich auch, ja, sie spüren es dann. Es ist nachher kein Ritual, sondern die Einladung nehmen viele gerne an und sagen, ja, wenn dieser liebende Gott da ist, dann vertraue ich mich ihm auch an und warum nicht dann Sorgen ablegen, die mich sonst belasten, einen Rucksack vorher abzugeben. Gibt es aber auch so Momente für dich jetzt als Pfarrer, dass du sagst, boah, das verstehe ich jetzt nicht, warum ist der so schwer gestürzt, warum hat der vielleicht sogar ein Bein verloren, warum ist das sogar tödlich ausgegangen? Ja, nein, es gibt immer wieder Punkte, wo du keine Antworten drauf hast. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist, dass du wirklich einfach diese Liebe ihnen weitergibst, dass du den Trost mitgibst und oft einmal sind es vielleicht weniger Worte, sondern einfach einmal eine Umarmung und wo sie einfach spüren, ja, da ist jemand, der mich versteht, da kann ich mich auftun, das geht nicht an die Medien, da bin ich einfach einmal in einen Rahmen, wo... Ja, der du einfach, sorgst dich um die Seele als Seelsorger. Ja, genau. Ja. Mhm. Jörg Walcher, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke und auf gute Gespräche jetzt beim Streifwochenende. Danke. Dankeschön. Danke euch.